Hallo draußen, es ist der Strong und der Flex von Strong and Flex TV und heute zeigen wir euch eine Übung aus dem Kampfsport. Sehr coole Variante, weil sie Kniebeuge und oder Beinstrecken quasi und den Sit-Up vereint und das knallt ziemlich gut rein und deswegen darf das der Flex jetzt mal machen. War ja klar. Ihr müsst es dazu praktisch lernen, wenn man zu zweit ist, sonst braucht man eine gute Möglichkeit, um sich einzupacken. Das seht ihr aber gleich. Du darfst dich zuerst einmal auf den Rücken legen. Das fängt ja schon mal spitzenmäßig an. Liegen schon mal gut. Hast du das auch so eingestellt, dass man das alles sieht? Jetzt gleich, ohne Close-Up und so? Ja, ja. Natürlich. Ja. Gut, gut, gut. Ich wollte nur fragen. Ja, technisch. So, also, Trainingspartner stellt sich so ein bisschen auf die Füße drauf, geht runter in die Hocke und greift hier nach hinten an die Wade. So. Jetzt sind die Füße abgesichert, bestimmt ungleich. So, Füße sind abgesichert. Wenn ihr keinen Trainingspartner habt, müsst ihr irgendeine Konstruktion haben, wie ihr hier ein bisschen Halt habt. Da ein bisschen Halt ist auf jeden Fall nötig. So, und jetzt mit der Ausatmung, jetzt ist die Schläfe. Okay. Mit der Ausatmung geht's rauf, der Crunch hoch und jetzt einmal aufstehen. Und dann mache ich noch. Und dann hätte ich gerne noch einen Twist nach links. Twist nach rechts, Hüfte mehr oder weniger stehen lassen und nur den Oberkörper drehen, dass wir noch mal ein bisschen schräge Bauchmuskulatur nur kurz mit reinnehmen. Da die Übung ja aus dem Kampfsport kommt, ist das eigentlich relativ normal. So, und dann würde es aus der Position direkt wieder nach unten gehen. Ich kann die gerade so nicht absichern. Muss ich ein bisschen mehr nach hinten? Nee, alles gut. Ich muss nur unten knien bleiben. Okay. So, ja. Und das ist eigentlich schon die ganze Magic. Ihr habt gesehen, er muss kurz crunchen, er hat den kompletten Sit-Up, also die ganze Bauchmuskulatur arbeitet mit. Dann muss ich den Oberschenkel richtig fest anspannen, zum Raufkommen und oben bauen wir nochmal leicht die Schräge ein, indem wir den Oberkörper rotieren. So, und davon machst du bitte mal 100 Stück. Klar, kein Problem. Rauf. Mein Fehler. Das liegt daran, weil du so scheiße unbeweglich bist. Auch sonst helfe ich dir nicht. Genau. Oder? Ja, ihr seht, der Gute muss gut arbeiten. Kannst du noch? Das sieht aber schwer aus. So, machen wir noch 5 oder so. Ich denke, ihr habt gesagt, ist klar. Ihr braucht einen relativ sicheren Stand. Am besten ist, wenn ihr nur mit den Zehenspitzen so ein bisschen drauf seid, dass ihr genug Halt habt, euer Partner genug Halt hat. Einfach hier drauf, hin an die Wade ran und dann schön stabilisieren. So, das ist schon das ganze Geheimnis. Meine coole Variante, Übungen zu kombinieren, macht immer Sinn, weil je mehr Muskelgruppen arbeiten, desto intensiver ist es vom Körper, von der Verschaltung her und desto mehr Kalorien werden verbrannt. Yeah. Genau, kleine Möglichkeit wäre auch zum Beispiel ein paar kleine Hanteln mit dazu zu nehmen. Genau. Ein bisschen Zusatzgewicht. Beim Boxen dann schön abbremsen und vor beim Sit-Up oder so ein bisschen Gewichtsmanschetten, sowas in die Richtung, dann könnt ihr ein bisschen variieren. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns hier abonnieren, wenn ihr nicht schon Abonnenten seid. Und hier kannst du eins unserer letzten Videos schauen. Ganz genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.